Das Regio TV Plus jetzt für euch in Laufen. Und da kommt in Kürze einer der absolut grössten Märkte auf euch zu. Ich habe mir hier auf dieser Seite den Nafi. Er ist von der IG Laufen. Und hier habe ich die Annemarie. Sie ist von der IG Biers Center. Jetzt fange ich schnell mit dem Nafi an. Nafi, wie ist der 1. Mai-Markt hier überhaupt einmal zustande gekommen? Wer hat hier den Antrieb gegeben? Der Antrieb, soviel ich es noch weiss, war im 2000. Hat eigentlich IG Laufen den Marktantrieb gegeben, wegen dass die Städtli Geschäfte eigentlich ihre Produkte und ihre Dienstleistungen präsentieren können. So ist es eigentlich entstanden aus der Idee heraus. Und dann auf die Jahre hinaus ist es mit dem IG Biers Center dann immer grösser geworden. Die IG Biers Center macht ja dort eigentlich Antiquitäten und den Flohmarkt hauptsächlich. Und ja, wir haben eigentlich über 160 Märzstände, sonst wo zusätzlich neben den Geschäften und eben Antiquitäten noch hat. Jetzt hast du die IG Biers Center angesprochen. Was heisst denn das? Wie sind denn ihr zusammen als Verein oder wie organisiert ihr euch da? Los, also so hat es angefangen, weil früher hat ja Laufen zu Bern gehört. Und das war am 1. Mai immer offen gewesen. Die haben geschafft. Und dann haben wir gesagt, wir behalten doch weiterhin offen, weil in der ganzen Region ist zu. Und dann könnten doch die Leute am 1. Mai, wenn sie nicht wissen, woher, auf Laufen kommen. Und dann haben wir angefangen mit dem Antiquitätenmarkt und dann hat sich das weiterentwickelt, das Städtli dazugekommen. Und dann ist es im 2000 ist auf den Dienstag gefallen. Und am Dienstag ist immer der Warenmarkt in Laufen. Und dann haben wir die Warenmärkte gefragt, kommen ihr auch an den 1. Mai-Markt? Und wenn ihr dabei seid, dann immer. Und sie haben gesagt, okay, am 1. Mai hat das so gut geklappt. Wir hatten so viele Leute, dass sie nachher gesagt haben, wir sind jedes Mal am 1. Mai mehr dabei. Ob das ein Dienstag ist, ein Sonntag oder ein Donnerstag, am 1. Mai ist auch der Marktverband hier dabei. Und zwei IGs machen natürlich einiges grösseres Fest. Genau. Da haben Sie jetzt vorhin angesprochen, eine Seite ist eher ein bisschen Antiquitäten und solche genau. Sachen. Wie ist denn das vom Plan her? Also hat man da einen ganzen Rundgang? Ja, wir haben einen ganzen Rundgang. Also es ist jetzt die IG Biers Center, IG Städtli und der Marktverband zusammen. Und da wir haben auch die Unterstützung von der Stadtverwaltung, sonst könnte man den Anlass nicht durchführen. Und es läuft vom Bahnhof weg bis an und für sich das ganze Städtli durch. Und hinter Gas ist alles knutschvoller Stände und Animationen und Beizli, also ein Riesenbetrieb. Super, jetzt Nafi, sag mir doch noch schnell, wie ist denn das bei euch? Das bringt ja nichts, wenn ihr einen Stand nach Hause stellt. Da sind einfach die Geschäfte offen, oder? Die Geschäfte haben offen, aber die meisten tun das selber ihre Waren und auch Aktionen präsentieren. Es gibt viele Geschäfte, die machen genau an diesem Tag nur so spezielle Aktionen. Und auch Wettbewerbe, wo man mitmachen kann. Es gibt im Städtli gibt es eine Bühne mit Live-Musik und allem drum und dran. Also, ja, es ist für jeden, für Jung und Alt ist alles dabei. Für Kinder gibt es auch spezielle Sachen, die hier geboten werden. Ja. Also, dann gibt es eigentlich nur noch beizufügen. Geht mit den ÖVs auf Laufen. Es wird wenig Platz haben, weil es ist pumpevoll mit Leuten. Und geniessen den 1. Mai-Markt hier in Laufen.